Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch mal, wie ihr mit Adobe Photoshop und dem Gaußschen Weichzeichner so einen coolen Effekt hier erstellen könnt, wie ihr bei dem Hund das jetzt hier seht. Das ist ganz einfach. Ich lösche mal die Ebene. Und nun müssen wir erstmal unsere Hintergrundebene hier duplizieren. Dazu ziehen wir die entweder hier unten auf das neue Ebenensymbol oder drücken einfach Steuerung oder Command J und wir sehen hier direkt, dupliziert sich das Ganze. Nun gehen wir hier oben auf Filter, für Smart Filter konvertieren und damit können wir den angewandten Filter nachher noch verändern, um das Ergebnis ein wenig anzupassen. Der zeigt uns hier eine Fehlermeldung an, so gesehen, beziehungsweise einen Hinweis. Den können wir aber getrost wegklicken. Nun sehen wir, ist hier noch so ein Symbol hinzugekommen. Jetzt gehen wir auf Filter, Weichzeichnungsfilter, Gaußscher Weichzeichner und nun können wir ein wenig mit dem Radius spielen. Ich habe jetzt hier einen Radius von 50,5. Ihr müsst das natürlich eurem Bild anpassen. Je weniger wir den Radius haben, umso schärfer wird das Bild. Je höher er ist, umso unschärfer und umso weniger Konturen bleiben drinnen. Ich stelle jetzt mal auf 28 und klicke auf OK. So, nun sieht das Ganze relativ rauschig aus. Jetzt müssen wir hier zu diesen Ebenen-Modi gehen. Und hier haben wir jetzt eine kleinere Auswahl. Ineinander kopieren funktioniert. Hartes Licht funktioniert, weiches Licht funktioniert und da müsst ihr einfach mal gucken, was eurem Bild gut tut und was euch gefällt. Den Jahreslicht können wir auch noch benutzen. Ich mag hartes Licht aber sehr gerne und nun können wir zum Beispiel wieder hier unten einen Doppelklick auf diesem Gaußschen Weichzeichner machen. Das Fenster ploppt hier wieder auf und ein wenig mit dem Radio spielen. Und jetzt sehen wir sogar in Echtzeit, wie die Veränderung vonstatten geht. Zum Beispiel ein Radius, das fände ich gerade sehr cool, von 9,5 bei meinem Bild. Klicke wieder auf OK und die Änderungen sind direkt angenommen. Nun können wir natürlich noch mit der Deckkraft ein wenig spielen und die ein wenig runterschrauben hier. Und gucken, wie das Ganze dann beim Bild später aussieht. Und ja, das war's eigentlich. Ich finde den Effekt sehr schick. Man kann ihn bei manchen Fotos wirklich sehr gut anwenden. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.